Meine Kinder, ich hoffe, ihr seid bereit, für den Herrn und Meister eine Kirche zu errichten. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und es geschah also. Und damit sind wir drinnen. Das lassen wir mal lieber. So, ach du heiliger Bimbam, das ist ein Schlingel. Das Wichtigste zuerst, wir müssen Nahrung finden und dann am besten einen Schlafsack bauen, ne? Bis wir richtig ins RP reingehen können, brauchen wir sowieso noch ein bisschen, weil wir müssen ja erstmal einen Ort finden, wo wir unsere Kirche bauen. Schönen guten Abend. Okay. Hallo. Guten Tag, ich bin der Berner, das ist meine Insel. Ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Wer ist das? Ich hab die Bibel nie zu Ende gelesen. Nicht spoilern, bitte. Oh mein Gott, nee. Oh, hier ist er tot. Können wir den? Oh, guck mal, können wir schon mal was zu essen uns holen? Oh, never mind, das ist Flask. Ist das ein Pferd? Wir haben ein Pferd. Hey Gott! Ich muss mir jetzt einen Spot suchen, wo eine Kirche am besten stehen könnte. Kennen Sie sich hier aus? Eine Kirche? Achso, ja, ich kenne mich ausgezeichnet hier aus. Ich wohne hier seit vielen Monaten und weiß nicht, wo sie auf einmal alle herkommen, aber ja. Ja, ich bin hier, um die Botschaft des Herrn zu verbreiten und ich möchte eine Kirche bauen. Okay, also ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie jetzt hier weiter diese Straße weiterreiten, da kommen Sie zur Community Hall und da können Sie mal gucken, da ist doch sehr viel Platz frei und zur Not vermiete ich Ihnen auch gerne so ein kleines Büro, was ich noch habe. Reiten Sie einmal ein bisschen durch, Sie können es nicht verfehlen. Ja, okay, das werde ich versuchen. Reiten wir mal die Straße weiter runter, oder? Das ist also diese besagte Community Hall. Aber wir müssen uns halt schnell einen guten Slot raussuchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier oben, da haben wir einen schönen Überblick. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja, wir müssen oben sein, weil wir näher am Himmel sind damit. Wir sind näher an unserem Herrn, ich höre ihn dann besser. Warte mal, kann ich nicht jetzt auch schon, Tools? Ich brauche mehr Stein dafür, okay. Wunderbärs. Holen wir uns mal einen Stein. So, wir machen natürlich so eine und so eine. Schönen guten Tag. Du hast aber ein schönes Pferd. Ja, das ist Egon. Wollen wir vielleicht tauschen? Nein. Okay, schade. Gib dir mal was mit, vielleicht kannst du es noch gebrauchen zum Festbinden. Als die Kirche dankt. Hat, hab ich noch ganz viel drin. Ich werde hier eine Kirche errichten und dann können Sie zum Gottesdienst kommen. Da erfahren Sie mehr über unseren Erlöser. Okay, optimal. So, jetzt brauchen wir Wände. Schönen guten Tag. Hallo. Sie sind nackt. Habe ich obenrum was an? Nein, Sie sind komplett nackt. Aber vielleicht würden Sie sich das hier kurz einmal... Schön. Bitte schön. Was ist das denn? Eine Kapuze? Soll ich mir die überziehen? Das können Sie, wenn Sie möchten. Müssen Sie aber nicht. Geisel? Das ist doch eine versteckte Kamera hier. Wo ist der weiße Wänden? Wann liegt hier Stroh? Warum haben Sie eine Maske auf? Guten Tag. Guten Tag. Der Herr, Sie haben zwei unterschiedlich farbige Schuhe. Das sind alles Familienrezepte. Das sind quasi selbst geklöppelte Schuhe. Und was ist Ihre Berufung? Meine Berufung, ja, also ich bin ja eigentlich gelernter Schuhmeister, aber ich habe jetzt nach den letzten Erlebnissen der letzten Insel habe ich beschlossen, ich habe jetzt beschlossen, Recht und Ordnung zu vertreten. Deswegen bin ich jetzt quasi mein Name ist Dave von der Wacht für die Nachbarschaft. Oh, Sie sind die Nachbarschaftswache. Nein. Die Nachbarschaftswache ist Lübbel. Ich bin von der Wacht für die Nachbarschaft. Das ist ein feiner, aber kleiner Unterschied von mehreren Buchstaben und Platzierung. Und glauben Sie an Gott, unseren Erlöser? Die einzige Erlösung, die ich kenne, ist das STGB. Ah, okay. Sie sind also ein Mann der Taten und der Rationalität? Rationalität würde ich ja nicht sagen. Wenn man mal anguckt, was die Leute hier das letzte Mal alles abgemacht haben, das geht ja auch keine Kuh auf mehr. Da muss man den einfach mal ab und zu auf die Finger hauen, ne? Das geht ja gar nicht. Ja. Da wird man das, also das sind ja... Das, alle bekloppt. Sie sind ein sehr verantwortungsbewusster Mann, wie ich sehe. Wie heißen Sie noch gleich? Jo, mein Name ist Dave von der Wacht für die Nachbarschaft. Nicht vergessen.
Okay, von der Wacht für die Nachbarschaft. Das kann ich mir merken. Ja, falls du hier ja. brauchen, da drüben, also quasi, da ist ja hier das Radio quasi nebendran, da ist meine Hütte. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Ja. Einen schönen Tag. Und jetzt muss ich hier diese Bäume wegjieten. Können Sie nicht sprechen? Hallo? Oh, Sie haben Hunger. Zum Sumpf geht. Zum Sumpf? Zum Sumpf geht. Wo ist der Sumpf? Erstmal hier, für Sie, für Sie. Brauch meinen Sumpf. Bitte hier ein bisschen etwas zu essen für Sie. Kenne ich nur von damals. Sie folgen mir nicht, haben Sie mich verstanden? Sie folgen mir nicht und stellen keine Fragen. Am besten vergessen Sie mich. Ja, gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie. Die Taucherbrille brauche ich auch nicht, ne? Können wir auch mal hier so. Gemeinnütziges Zeug schmeißen wir hier raus. Brauchen wir auch erstmal nicht. Okay, das heißt, da kommt der Schrank rein. Schönen Ausblick nach. Schönen guten Tag. Hallo. Sie haben hier, Ihr Pferd hat hier hingekackt. Ich habe das mal weggeräumt und schritt da noch vielen Dank. Rein. Vielen Dank. Toll. Ist das hier? Ich muss mal was fragen. Ja, fragen Sie. Meine macht sich Sorgen, weil Ihr Gebäude, das sieht aus der Ferne, sieht das aus wie eine Kirche. Das ist eine Kirche. Das ist eine Kirche, ja. Dann haben wir jetzt ein Problem, weil wir nämlich den Satan anbieten. Mit welcher Rechtfertigung bauen Sie denn hier eine Kirche? Ja, ich muss die Nachrichten des Erlösers verbreiten. Haben Sie ein Studio? Ich muss das jetzt mal so direkt fragen. Haben Sie Pilze gegessen? Ich habe Pilze gegessen, ja. Ja, gut. Ich bin einfach ein Gläubiger. Haben Sie Spaß noch mit der Kirche? Wenn irgendwann eines Tages Ihre Kirche mal brennt, dann haben definitiv die Satanisten da nichts mit zu tun. So, ich muss auch los. Tschüss. Auf Wiedersehen. Also die Satanisten, ja? Die Satanisten haben ja also gerade den Krieg erklärt, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? So, brauchen jetzt also hier noch den Kirchturm, hier. Passt das so? Ist das so richtig? Der erste Stein ist gesetzt, würde ich mal sagen, wa? Dann lass uns mal auf die Suche gehen nach Holz und Stein. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht eine kleine Spende für die Kirche übrig? Was brauchen Sie denn? Ich bin auf der Suche nach Stein. Eine Information würde natürlich auch ausreichen. Oh nein. Warten Sie. Ich muss kurz überlegen. W14, W15. Da habe ich viel Erz gesehen. Ja, vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Kirche wird es nicht vergessen. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Genau in die Richtung. Ich bin die Frau Nirvi. Nirvi an mein Name. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Papo. Ich bin Priester Papo. Vielleicht komme ich doch mal vorbei. Ich habe leider keinen Stein mit, aber vielleicht kriegen sie da was. Dann vielen Dank für Ihre Hilfe und auf Wiederschauen. Gott ist mit Ihnen. Genau. So, also dahin müssen wir. Das ist Stein. Nicht mal ein Berg kann mich aufhalten. Ich werde diese Steine spalten. Mit meiner Pickaxe vergewaltigen. Denn ich weiß, Gott steht an meiner Seite, während ich hier diese Steine spalte. Aber guck mal, Egon, da vorne ist noch ein Stein. Da vorne ist noch ein Stein, den holen wir uns noch. Ja, den nehmen wir noch mit, Egon. Den nehmen wir noch mit. Ja, jeden einzelnen Stein hack ich jetzt klitzeklein. Egon, weißt du, wie viel Stein wir schon haben? Wir haben schon insgesamt 12.000 Steine gesammelt, plus 1.127 oder so. Ja, das ist schon richtig viel. Aber Egon, du hast ja gehört, was ich gesungen habe, ne? Egon, ich sag's dir auch gerne nochmal im Freundschaftlichen, ne? Wir sind ja Freunde. Ich habe noch einen Stein gefunden und den werde ich zerschunden. Ja, feines Herzchen, fein, Egon. Dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit der Base. Eine Kirche auf dem Hügel, sie steht so wunderbar. Eine Kirche auf dem Hügel, Egon ist der Star. Hörst du die Hotoren? Hörst du die... Hast du gerade geschissen, Egon? Wollten sie ist zu mir? Ihr Haus? Das ist das Haus Gottes. Nein, das gehört uns allen. Nein. Dann möchte ich jetzt sofort einen Schlüssel haben dafür, bitte. Nein, so funktioniert das nicht. Na, wenn es uns allen gehört, dann ist es ja auch mir, oder nicht? Wie heißen Sie denn? Ist das das Pferd Gottes? Nein, das ist mein Pferd.
Keine Sorge, dass das Pferd Gottes, das gehört uns allen. Steigen Sie von Aegon ab? Was versucht? Was versuchen Sie hier? Tun Sie das Messer weg? Oder wollen Sie eine Stecherei haben? Ich schreck vor gar nichts zurück. Wie heißen Sie Randy. Denn? Randy. Mein Name ist Priester Papo. Ja. Möchten Sie in die Kirche hineinblicken? Einmal kurz gucken, ja? Einmal schauen kurz. Ganz schön zugig hier drin, oder? Ja, das ist, die Fenster sind noch nicht fertig. Das ist mein Privatgemach. Das ist alles von Gott, oder? Bitte steigen Sie, bitte, Sie müssen jetzt gehen. Alles klar, verstanden. Ich habe nicht Ihre Kacke geklaut. Keine Sorge. Kann ich die bitte haben? Wofür brauchen Sie die? Ich will mich damit einreiben. Na gut, also... Tschüss! Tschüss. Wenn Sie etwas zu beichten haben, kommen Sie gerne wieder. Ich stehe auf Scheiße! Bruh. Aegon, siehst du den Sternenhimmel? So klar? Glasklar. Des Wodkas reine Seele. Wenn du lange drüber nachdenkst, dann ergibt wirklich alles einen Sinn. Du kannst in jeder schlechten Situation etwas Gutes für dich entdecken. Du kannst aus jedem Moment in deinem Leben Schlüsse ziehen, Erfahrung sammeln und charakterlich wachsen. Oder du gehst einfach Steine zerkloppen, so wie wir das gemacht haben, lieber Aegon. Wir haben Steine zerkloppt und es war gut. Und es war sehr, sehr gut. Schau in den Sternenhimmel. Und sehe deine Träume vor deinem Inneren. Aegon, es ist dunkel. Wir sollten nach Hause. Okay, we did it. We did it. Okay. Ja, ist ja gut, Aegon. Sorry. Haben Sie gerade unseren Baum gefällt? Ah. Ich glaube, Sie spinnen wohl. Das war ein sehr wichtiger Baum. Wofür war der Baum? Das wird Konsequenzen haben. Entschuldigung, ich wusste nicht... Der ist gerade aufs Haus raufgekracht. Ja, das... Nee, der... Sie wussten nicht, dass der Baum in unserem Garten unser Baum ist, oder was? Sind Sie nicht der Spinner von der Kirche da? Spinner? Na, offensichtlich. Also, sonst hätten Sie ja nicht hier den Baum von unserem Grundstück gefällt. Das ist übrigens ein sehr schönes Auto, nicht schneller als 30 fahren. Was halten Sie denn davon, wenn jemand zu Ihnen auf ein Kirchengrundstück kommt und den Turm wegkloppt und sagt, was, das war Ihr Turm? Nur weil er auf Ihrer Kirche drauf war? Ja, so ist das. Können Sie mal jetzt ein schlechtes Gewissen haben. Das ist schon mal Schritt 1, ja? Also die Problematik war, dass der Baum mit den Stromkabeln kollidiert ist und deswegen habe ich gedacht, ich tue der Gemeinde einen Gefallen, wenn ich ihn fälle. Was, und das passt nicht zu Gottes Plan, oder was ist Ihr Problem damit gewesen? Die haben in friedlicher Koexistenz harmonisch zusammengelebt. Der Baum und der Leitung hier. Wenn wir ehrlich sind, war es eher ein parasitärer... Also gucken Sie sich mal bitte jetzt... Nee, gucken Sie sich mal jetzt hier den Ball an, der ist jetzt traurig. Der hatte einen Freund, jetzt steht der hier ganz alleine rum. So, was Sie denn? Ja, genau, machen Sie, ja, nee, kriegen Sie nicht hin mit Ihrer Stummelachs, ne? Ich bin entsetzt, wenn ich nicht von Ordnungsamt, wenn ich nicht von Nachbarschaftswache wäre, dann würde ich die Nachbarschaftswache jetzt rufen. Warte. Vielleicht nehmen Sie das als kleines Zeichen. Haben Sie eine Taucherbrille gegeben? Ja. Ist das Ihr Ernst? Sie hacken hier den Baum weg und geben mir eine Taucherbrille! Ist okay, nehme ich an. Dankeschön. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Ja. Egon, wir holen das Holz. Wir brauchen Holz und wir brauchen auch Stein wieder. Und da vorne sehe ich schon Steine. Oh, guck mal, hier sind mehrere Steine sogar. Das heißt, wir können jetzt hier richtig gut abbauen. Oh, Egon, wir sind wieder unterwegs. Das wird ein richtig leckerer Keks. Wir bauen mit der Spitzhacke Steine ab. Ich hab so viel Kraft, Egon, ich mach niemals schlapp. Hau die Scheiße aus den Steinen raus. Weil wir sie brauchen für das Gotteshaus. Das ist auch ein bisschen, also... Guten Tag.
ich grüße Sie. Willkommen im Hause Gottes. Entschuldigung, im Hause Gottes? Ich verstehe nicht ganz. Der Körper Gottes auf Erden ist, auf das wir alle in seinen Körper hineinkommen und die Wärme und den Segen Gottes empfangen, auf das wir alle den Kompass in unsere Herzen bekommen, der uns stetig den Weg zur Liebe zeigt. Amen. Mein werter Herr, wie ist Ihr Name? Sie dürfen mich Paternoster nennen. Von Gott gesandt, um diesem heidnischen Dorf den wahren Glauben an den Allmächtigen und seine immerwährende Liebe zu bringen. Und auch Sie sind ein Schaf, welches in diesem Gotteshaus mehr als willkommen ist. Amen. Amen, Pater, aber gestatten Sie mir, einmal frei zu sprechen. Selbstverständlich, das ist hier die Kirche. Sie dürfen sprechen, wie Sie wollen. Schauen Sie mal Richtung Nordosten. Ungefähr Osten. 50 ja. Meter. Meinen Sie dieses mickrige Gebäude dort? Dieses mickrige Gebäude, mein werter Pater, ist die Kirche der Insel. Wie bitte? Das ist die Kirche der Insel? Welches ungläubige Gaultier hat Sie denn auf diesen Pfad geritten? So weit abgekommen vom wahren goldenen Pfad der Wahrheit. Ich glaube, ich muss Sie bekehren. Knien Sie sich nieder, ich werde Sie weihen. Ich muss Ihnen klar und deutlich an dieser Stelle sagen, dass Ihre Taten hier, eine Kirche zu errichten, eine frevelhafte Anmaßung ist. Mein Herr, Ihre Zunge scheint mir gespalten, von der verderblichen Glut des Teufels bewegt zu werden. Mir muss geholfen werden, bevor Ihre Seele ins dunkle Tal, der nimmer Wiederkehr hinabgesaugt wird und sie für immer verloren sind. Ich bin bereit, den Exorzismus durchzuführen. Pater, wenn Pater. Sie stark genug sind. Vielleicht. Jetzt hören Sie mir, hören Sie einmal meine Worte. Ich möchte Sie im Friedlichen darauf hinweisen, dass das Erbauen dieses durchaus massiven Kunstwerkes, das möchte ich Ihnen gar nicht absprechen, konträr zu dem steht, wofür ich hier auf die Insel geschickt wurde. Es geht nicht um prachtvolle Bauten. Es geht nicht um die Größe. Auch mit einem kleinen Haus Gottes kann der Glaube verbreitet werden. Und dass Sie hier frecherweise, genau in meiner Kirche, Sie werfen fast einen Schatten auf meine Kirche, auf den Glauben Gottes. Gott ist unschattbar. Der wahre Gott ist das Licht. Und wo das Licht ist, ist kein Schatten. Aber diese Kirche ist nicht groß, um zu posen. Diese Kirche ist deshalb groß, damit viele Jünger, viele Menschen hier gleichzeitig Zutritt finden, um den Glauben in Empfang zu nehmen. Und welchen Gott beten Sie denn überhaupt an, wenn ich mal fragen darf? Doch, wo den einzig wahren. Es ist der allliebende Gott, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das klingt nach meinem Gott. Ist Ihr Gott denn auch der Gott, der uns zur Liebe führen will? Der Gott, der die Liebe verbreitet, der die Liebe in die Herzen der Menschen sät. Der Gott, der alle liebt, der Gott, der Liebe sät. Entschuldigen Sie, die Herren. Entschuldigen Sie, wir führen hier einen theologischen Disput. So halte man sich zurück, hier werden die großen Fragen des Lebens erörtert. Entschuldigung, meine Worte, von der Wacht, von der Nachbarschaft, nicht von der Nachbarschaftswache. Der Dave, Moment. Sie auch entsprechend gesichert sind, wenn Sie da oben arbeiten. Guten Tag, Dave. Sehen Sie diese Frevelheit, ein riesiges Bauwerk zu bauen, um meine Kirche zu überschatten? Seien Sie gegrüßt, werter Herr. Herzlich willkommen im Haus des einzig wahren Gottes, der Gott, der die Liebe nicht nur verbreitet, sondern der die Liebe ist. Dieses Gebäude wird nicht stehen, solange ich stehe. Okay, dann legen Sie sich doch hin. Nun gut, mir geht's jetzt schon etwas besser. Beruhigt habe ich mich noch nicht. Herr Papo, wollen wir nicht vielleicht unsere Lehren zusammenlegen? Oder ist es Ihnen lieber, dass wir in Ewigkeit die Herde der ungläubigen Menschen dort draußen spalten müssen? Ich habe dazu nur eine Sache zu sagen. Was bedeutet das? Haben Sie mich gerade mit einem Pferdeapfel beworfen? Ich könnte mich darüber echauffieren, doch muss ich sagen, auch der Pferdeapfel ist von Gott gesandt. Wie kann ich Ihnen da böse sein? Sie haben meine Worte vernommen, wenn Sie weiterhin diese Beleidigung errichten müssen. Ich kann Sie nicht aufhalten, aber ich werde gottverdammt nochmal alles dafür tun, dass Ihr Leben die Hölle auf Erden wird. So spricht also ein Mann, der die Liebe verkündet, ein Mann, der sich als Prophet Gottes sieht, der Mann,
der die Menschen in seine Kirche holen möchte, so erscheint es mir, dass diese Kirche nur der wollüstige Mage des Teufels selbst ist. Sie versuchen, die Menschen in die Hölle zu locken. So spricht doch kein Prophet der Liebe. Er verbreitet Hass, er wirft mit Pferdedungen. Seine Worte sind scharf und spitz und blutig und giftig wie die des Satans. Nun gehen Sie hinfort. Nehmen Sie so viel Liebe mit, wie Sie bekommen können. Es wird die letzte sein, die Sie für lange Zeit empfangen werden. Wir sehen uns, oder Amen. Wir sehen uns nicht. Aber wenn Sie mich hören, dann bin ich die Stimme, die an Ihrem Ohr nagt. Und dann bohrt sich das Messer tief in Ihr Fleisch hinein. Alles wird dunkel. Und dann kommt der lange Schlaf. Er kommt mit süßen Worten und schnell drehen sich die Buchstaben um. Und wir merken, sein wahres Wort ist wie Säure. Es ätzt sich durch das Herz und die Seelen der Menschen. Es verödet die Liebe. Es treibt sie aus den Körpern und zurück bleibt nichts als Missgunst, Wut und Mordlust. Der erste Reiter der Apokalypse. Er ist erschienen. Doch ich predige das Wort Gottes lauter denn je. Nur Liebe kann das Schwert sein, was den Teufel aus dem gesegneten Land davon jagt. Nun reite! Reite, apokalyptischer Reiter, hinfort mit dir! Auf bald, Pater! Gut. Wir haben unseren ersten Feind, meine Damen und Herren. Willkommen zu Rust, Platz Nummer 3. Der Krieg der Kirchen.